So, einen wunderschönen guten Morgen, liebe Leute. Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge 7 Days to Die. Ja, da sind wir wieder. Tag 11. 6 Uhr. Hat der Händler schon offen? Würde ich gesagt, komm, lasst uns mal hin, tigern. Aber bevor wir da endgültig hinlaufen, möchte ich mir mal eines anschauen. Da kommt gerade ein Nachbar. Den wollen wir mal schön begrüßen. Guten Morgen. Das soll gut tun morgens. Da fördert das Denkvermögen. So. Sorry. Ja, was habe ich vor? Ich habe was vor. Und zwar habe ich gesehen, dass man auch so Fallen bauen kann. Das wäre vielleicht mal was für uns, dass wir hier mal anfangen, so Fallen zu bauen. Jetzt muss ich mir aber nur mal gucken, wo wir das dann machen könnten. Was ist eigentlich das hier? Ach, guck an. Was mir alles kriegt. Eine Dose Chili für 60. Nahrung. Schädelbrecher. Wow. Was alles gibt. 15,7. 15,7. Ja, eigentlich könnten wir uns doch da mal. Wie viel können wir denn da? Kann man da nur eine kaufen? Fleisch und die auch noch mal holen. So toll, was es da gibt. Ein Gefängnisausbrecher. Erfolg beim Schlösserknacken. Die kann man doch immer brauchen, oder? Gärungsalkohol. Ein Goldrutentee. Das ist für Durchfall. Das ist immer gut, wenn man das, glaube ich, im Portfolio hat. Das nehmen wir auch mal mit. Felsenzertrümmer, Bergbauertrag. Okay, das können wir uns dann mal holen. Und Nahkampfschaden. Okay, ja, da haben wir doch mal richtig gute Sachen gefunden. Wir wollten was zum Futtern. Jetzt haben wir was zum Futtern. Dann lass uns mal gucken, ob wir das auch gleich vernudeln können. Habi Habi gibt's. Gut, Stekara. Und gleich nochmal was hinten da drauf. Ja, das ist doch fein, ne? Haben wir noch ein bisschen was gefuttert. Ja, ich habe überlegt. Ich muss bloß noch die Richtung finden, in welche Richtung ich das vielleicht bauen möchte. Ja, es gibt ja diverse Möglichkeiten hier. Da könnte man vielleicht das Gebäude, das sollte man vielleicht auch mal looten. Hätte ich gesagt, dass wir mal gucken, was da so drin ist. Und auf diese Seite. Da hinten ist auch so was Abgebrochenes da. Na? Das Gebäude hier, wir müssen uns hier mal in der Umgebung ein bisschen auch umschauen. Denke ich, das wird mal Zeit hier. Was ist das eigentlich? Muss das nur Holz oder kommt da noch was raus? Nö, leider nicht. Das können wir irgendwie abbauen, habe ich gehört. Das wird richtig Holz geben, ne? Sehr guter Tipp. Der ist immer noch hungrig, der Gutste. Die Gutste, sorry. Das ist ja eine Sie. Wir sind ja hier bei Sie. Ja, unsere liebste Kara, ne? Ich glaube jetzt aber nicht, dass du hier. Okay. Da kommen wir ein bisschen mehr. Aha. Schaut mal, was da rumliegt. Schade eigentlich, dass da nicht mehr rausgesprungen ist. Was ist das? Eine Dose Birnen. Na, weg damit. Lasst uns essen. Immer noch die richtige Gutste. Was ist denn das? Ja, das muss doch irgendwann mal aufhören, der Hunger. Ja, wir müssen einfach mal lange genug essen. Ich weiß, im Müll findet man das nicht, habe ich mal gehört. Ja, also was plane ich? Ich möchte mal eine Falle basteln. Ich weiß bloß noch nicht, auf welche Seite ich dies setzen möchte dann. Ob wir die uns vielleicht mal hier hinsetzen werden. Na, ich finde die hier zu klein. Und ich möchte gerne einen Übergang haben zu unserem Eingang. Oder vorne auf die Straße, lass mich mal nach vorne laufen. Ich meine.
muss ja auch hinmachen können, die ist hier, ne? Wenn wir hier das alles abbauen, dann kriegen wir genug Blutzeug. Das könnten wir hier schön abbauen. Wir bauen hier eine Falle hin. Und dass wir dann uns einen Zugang basteln, vielleicht dann hier, ne, in irgend so eine Eingang. Ja, ich weiß nicht, ob das nochmal, oder hier. Hier direkt am Eingang. Dass wir hier uns was basteln und wenn wir dann können wir vielleicht hier gehen, direkt hier zum Eingang und dann fliehen, wenn es uns zu viel wird. Dass wir hier irgendwie sowas aufbauen. Das testen wir mal. Das gucken wir mal, ob wir das hinkriegen. Das ist nicht mehr. Okay. Das ist nichts dabei, wo mich die große interessiert hätte. Was ist denn da drunter? Das ist nur Holz, oder? An oder da so bum 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 macht das irgendwas zu bedeuten? Da gibt es schöne Lumpen. Ja gut, dann lasst uns doch mal hier hineinschauen. Das ist aus Atem, wir müssen ja nicht so rennen. Einmal muss man mal anklopfen, ne? Das soll das mit Doppel-E gehen, aber das habe ich noch nicht rausgefunden, was da Sache ist. Und dann lasst uns mal reingucken zum Kutschen. Moin! You've made my day. And here is your payment. Die Klinge Mod. Ich nehme mal das. Hast du Aufgaben? Lass uns mal gucken, ob wir wieder was looten können. Beseitige Zombies. Abholen. Osten. Südosten. Abholen. Irgendwas da. I like you, friend. I've got work for you. Haus Modern 12. Besorge die Sendung und bring sie zu mir zurück. Well, alrighty then. Let's get the ball rolling. Darf ich dein Inventar sehen? Jetzt kriegst du von mir einmal dieses Teil hier. Die Mütze. Die Kohle kriegst du mal. Das kurze Eisenrohr. Bringt jetzt nicht so viel. Was haben wir hier? Ein altes Sam-Sandwich. Haben ein bisschen weniger Gesundheit, aber es bringt uns ein bisschen was anderes. Jägermod, okay. Können uns noch ein bisschen Geld bringen. Eine leere Dose. Geräusche. Puh. 114 Verkaufspreis. Ja, das hört sich nicht schlecht an, aber brauchen wir jetzt mal so nicht, denke ich mal. Okay. Was hast du denn für uns? Lass mal durchgucken. Was vielleicht interessant sein könnte. Die können wir uns vielleicht sogar irgendwann machen. Stahlgerüstblock.
Okay. Eine Pistole, Nägel, Drahtwerkzeug. Eier. Die nehmen wir gerade mal mit. Die Pilze, die können wir glaube ich auch züchten. Wow. 268. 50 Nahrung. Das nehmen wir jetzt mal mit. Das hilft uns jetzt auch schon mal ein bisschen. Ich muss jetzt mal zwei von denen mitnehmen. Dietriche. Wie viel haben wir noch? Ein bisschen was haben wir noch? Zementmischer. Ich lese nicht, kannst du lernen, wie diese Gegenstand gefertigt wird. 1600. Okay, das haben wir nicht. Handbuch automatische Waffen. Der Schlagmann. Ja, jetzt sollten wir uns mal so ein Fahrrad oder sowas mal her tun. Oder noch so ein Motorradl. Was bauen wir denn da dafür? Irgendwas zum Fahren halt. Ein 4x4 Truck. Okay, ein Großvaters Vergisselixier. Er setzt seine Fertigungspunkte zurück. Okay. Alles klar. Y'all come back now. Ja, machen wir. Okay, wir hätten ein bisschen was zu futtern. Die Einnahme mit, aber den Wildbretteintopf, den vernudeln wir jetzt einfach mal. Lassen dir schmecken, liebste Kara. Auf dass du wieder. Auf dass der Magen gefüllt wird. Und ich weiß nicht, ob man mit denen teilen. Was macht man denn da? Der ist aber leer. Der ist auch leer. Irgendwas drin ist? Warum sind die alle leer? Schade eigentlich. Können ja mal was drin sein, ne? Gut, Auftrag haben wir. Was ist eigentlich das hier? Gibt mir die nicht irgendwie weg hier? Scheinbar nicht. Gut. Wie auch immer man was ernten muss. Ich weiß es nicht. Wow, da vorne ist eine Horde. Sollen wir uns den mal annehmen? Moment. Ich könnte hier mal die Guzzi nehmen. Das sind gleich so viele, ne? Irgendwas hat jetzt gerade nicht funktioniert. Oh, und? Ja. Mal Zwetschge. Ach, bleib doch liegen. Mach dir keine Mühen. So, warum hat der jetzt gerade nicht geschossen? Ich habe keine Munition, da kann ich natürlich lang rummachen. Morgen. Da haben wir schon Mittag. So, ich bin jetzt gut gesättigt. Bin fit wie Turnschuh. Da sind schon wieder vier Stück von den lieben, netten Bekannten. Das ist schon hatte, ne? Das war alles vorher, außer. Oh, jetzt kommen sie geballt. Ich sehe schon. Ja, du kommst nochmal, oder? Komm. Zack. Das war's. Jetzt okay. Na komm. Zieh dich doch nicht so. Nochmal. Komm. So, mach noch was? Ne. Ja, jetzt können wir hier angeben, wie die 10 nackten Neger, ne? Ah, das ist die. Oh. Einmal. Körperschwester. Wer will zuerst du? Mach den Scheitel oben. Nützlich ist da jetzt auch nicht. Das war richtig hohl. Habe ich beide mit einer, oder? Ja. Oh, das war eine Buchbewahrungsbox. Genau. Die hatten wir auch noch. Ha. Da ist schon nochmal eine.
Morgen. Das wird mir schön. Mahlzeit. Komm, es ist gut jetzt. Mit dem Krach hier. Ja, dann würde ich sagen, lasst uns doch nochmal schön zum Händler gehen. Ja, was haben wir denn jetzt alles eingesammelt? Das war ja ohne Ende Zeug. Jacke, Anzug. Was ist denn da immer noch? Sag mal. Oh, oh, oh. Da waren wir ein bisschen zu forsch. Ey. Jetzt werden wir übermütig, merkt ihr? Ein bisschen klappt. Was war jetzt das gerade? Warum ist er so schnell da entgegengekommen? Aber hallo. Ne, wir verkaufen das Zeugs. Ein bisschen was davon. Jetzt gehen wir nochmal kurz in den Laden zurück. Wir müssen ja leerer werden, das ist ja viel zu schwer. Ups. Ja, knall uns das doch aufs Gesicht. So. Rein da. Ja, wow. Du hast natürlich gute Laune. Verkaufen. Die Hose verkaufen wir. Gefütterte Handschuhe. Verkaufen wir auch. Die Krücken können wir vielleicht mal noch brauchen. Mechanische Teile und so, das können wir alles benötigen. Das heben wir mal alles auf. Gratitude and safe travels, friend. Ciao, ciao. Oh. Ausgang verändert. Achso, da geht er hinten aus. Sorry, ich dachte. Gut, ja, dann raus, gehen wir schön. Rausgehen, wo steht ein Klopfen, Kara? Das klappt da ohne. Lass uns schon rübergehen. Unser Zeug entledigen. Weil wir müssen dann mit vollen Koffern da hinlaufen. Warte mal, da ist ein Stein. Mit E hätte man auch sammeln können. Wäre einfacher, als es gleich mal zu zerstören. Oh. Ja, du musst schon auch eins sammeln. Kara. Da war noch eins. Wo war das andere? Oh, egal. Baumwollpflanzen kann man zernudeln. Zum Hirsch eine Herausforderung, das nehmen wir natürlich mal mit. Nehmen wir doch gleich mal den Baum hier noch mit. Ich weiß, wir verbrennen schon wieder Zeit. Aber es macht halt auch unendlich Spaß, den Loot hier unterwegs mitzunehmen. Deswegen machen wir das einfach. Wir haben es ja nicht eilig, ne? Was kriegen wir eigentlich hier raus? Scheißen, ne? Oder was ist das, was wir da rauskriegen? Was ist denn das? Was haben wir denn da? Kohle. Ja, so, mal reichen. Ein bisschen Kohle haben wir. Gestört, die müssen mal weg von da. Aber das haben wir. Die Kutsche ist außer Atem, weil sie überladen ist. So, dann lass mich hier mal reingucken. Wir tun mal rein, was wir reintun können. Natürlich auch hier. Und tun wir mal darüber. Schraubenschlüssel gefunden. Was ist eigentlich das hier?
Na, wie geht es dir, Freund? Wenn du diesen Brief liest, solltest du wissen, dass meine Leute dich beobachtet haben. Erledige diese kleine Aufgabe für uns, vielleicht wirst du dann den Willis beitreten. Falls nicht, dann mach dich schnell vom Acker. Slick, glatt wie ein Aal, Willi. Herausfordernd, töte ein paar Hirsche. Warum soll man das nicht mal annehmen? Es kann ja jetzt mal nicht schaden, mal einen Auftrag anzunehmen. Aloe Vera würde ich mal darüber kippen. Einen guten Tee. Das sind die Sachen, die ich hier hergeben wollte. Das tun wir da rein. Ah, jetzt haben wir auch ein bisschen Essen. Das ist, halt. Da ist ein Kopf wieder rein. Und zwar tun wir den hier rein. Dann machen wir die Krücken auch mal hier rein. Was? Was brauche ich denn dafür? Achso. Ich sollte natürlich nicht alles rausgeben, ne? Ein bisschen Holz. Und ein paar Steinchen zum Reparieren. Mal wenigstens die Hälfte. Zum Reparieren. Ja, so sieht's aus. Okay. Wo war unser Futter? Da war es Essen. Machen wir die Eier mal rein. Hier ein Wasserkrug, den nehmen wir mit. Das Sandwich packen wir da mal rein. Das gekochte Wasser können wir mal da unten reinpacken. Das Goldrutentee. Tun wir auch hier rein. Die Jägermod. Was haben wir hier? Ein Gefängnisausbrecher. Was bringt uns das nochmal? Ah, Erfolg beim Schlösserknacken, okay. Dann Verbandmaterial, das kann man immer brauchen. Die Verbindung. Okay, das tun wir mal raus. Und das auch. Lass mal gucken. Jägermod. Rüsten. Ne, das geht da nicht. Okay. Ich kann mal einmal so angucken. Wo war jetzt nochmal meine Waffen? Wo hatte ich meine Waffen? Da oben dann die, ja gut, da können wir auch die Waffen und so, machen wir das da rein. Donnerbüchsen Munition sollten wir mitnehmen. Die Dingsaale brauche ich noch. Wo haben wir die gelassen? Die hier. Sollte man mitnehmen. Ich denke, da sind wir gerüstet. Wie viel haben wir? 14 Uhr? Ja, da können wir noch mal kurz los tigern. Also kommt. Lasst uns mal gucken. 205 Meter. Geben wir Querfeld ein. Gucken, was uns noch so erwartet hier unterwegs. Ein leeres Vogelnest. Das können wir nichts rausnehmen. Okay. Wir haben Aufbrechen zum Sammelpunkt. Was ist eigentlich jetzt mit dem Auftrag da, den wir da jetzt eingesammelt haben? Schmieden? Ja, okay. Wir haben ja, zum Hirsch. Na gut, wir müssen Hirsche töten. Ja gut, das müssen wir da machen. Dann müssen wir mal in den Wald gehen. Oder Richtung Wald und dann mal gucken, was uns da so erwartet. Jetzt lass uns mal die 120 Meter da zurückgehen. Was uns da hinten erwartet, mal schauen. Dieses Haus hier scheint so. Das Gepäck und so, das hat man alles schon. Gucken,
gucken, was wir hier noch so finden, bevor wir hier den Auftrag starten. Ja, da haben wir doch schon mal ein bisschen was entdeckt. Was haben wir hier? Nix. Okay. Was ist das? Die Kutsche hat schon wieder Hunger. Du hast aber auch ein Hungermädel. Da isch man ja. Das ist ja der Hammer. Okay. Dann lasst uns mal gucken, ne? Einmal ausstatten. Oh, 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 oh. Ein Hund. Also vor den Hunden, da habe ich Monster Respekt, ehrlich gesagt, weil... Boah! Lecco mio, du! Die sind aber auch heftigst, echt. Also da wird es einmal geschwind echt anders mit erster Minuten, ne? Oha! Sugar fast. Passen, wo man hintritt, ne, in dem Spiel. Manchmal geht es schneller nach unten, als man sich das vorstellen kann. Was haben wir denn hier? Eine Handtasche. Oh, ist Geld drin, das ist doch mal schön. Am Müllton, da ist nix. Und du siehst nicht gesund aus. Ich habe bestimmt der Hundi hier vernudelt, ha? Ja gut, hinten so schön offen steht. Mal einklopfen. Okay. Moin. Moment. Ich würde hier mal schön. Ich würde hier mal gern schön. Ah, da klopft's an. Na komm, lass doch mal ein bisschen da rauswursteln. Hier schon mal in Ruhe an, was es alles so gibt. Ja, gleich hat er es geschafft. Na, guck mal. Nichts zu essen, leider. Ich muss aufpassen, wenn der da durchgeht, dass wir den gleich verwischen. Nicht, dass der uns macht. Ja, ein paar Kochtöpfe. Was haben wir hier noch? Ah, Wäschekorb. Waschmaschine. Maschine drin oder was? Okay, die Ausdauer weg. Da macht ja echt einen Riesenkrach hier. Ich weiß bei dir nicht. Nix. Nichts, was man brauchen könnte. Schade. Das war was. Okay.
Kartoffel und Maiskolben. Ja, sehr schön. Grüßt mich hier so schön. Ist irgendwie ja da irgendeiner ein Problem, oder? Gibt's hier keine Tür, die ich hier zumachen kann? Wo ist der? Irgendwo. Ich mich hier was rum. Moin! Oh, 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 jetzt kommen sie! Jetzt kommen sie! Komm, 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 gestern! Und. Alter, gut, du musst. Bleib liegen, muss dich nicht bemühen. Wow, von hinten! Mädel! Aber doch nie von hinten! Das ist gemein! Das tut mir doch weh! Das macht man doch nicht! Sag mal! Einfach von hinten kommen. Ja, ich weiß, da gibt es Rezepte dafür, ne? Gebackene Kartoffeln kann man hier machen. Mhm. Jetzt habe ich hier natürlich schon wieder ganze Menge Zeug. Hammer, 17:09. Ich muss aber gucken, dass wir das rechtzeitig alles schaffen hier. Mir hat jemand gesagt, ich soll es mal mit dem Aufschrauben probieren. Geht aber schneller gehen. Mhm. So, hier ist auch nichts. Ist da was dahinter? Das sieht so ein bisschen anders aus. Ich klopfe das mal auf. Hm, Holzstuhl. Ah, da hinten gibt es noch was. Lasst uns die doch gleich mal vernudeln. Alles am Start. Maiskolben bringt ein bisschen was. Papier, Öl, Schraubenfedern. Sollen die mal zerlegen? Kochtöpfe haben wir jetzt ganze Menge. Ja, ich muss mal schauen, was wir davon einfach ablegen können, weil. Kopftuch, was bringt uns das? 2, 2. Oh, der ist nicht schlecht. Die brauchen wir nicht wirklich, die bringen uns nichts.
Zellen auch. Was haben wir hier? Maissamen. Ah, das können wir mit Sicherheit anlegen. Den zerlegen wir auch. Mal einfach ein bisschen Platz schaffen hier. Sonst wird das hier einfach nichts mit die Büchsen. Zerlegen wir auch. So. Oh, Bücherschrank ist immer gut. Papier. Okay. Was haben wir denn hier gekriegt? Bauplan Totengräbermod und ein Baseballschläger. Wow. Den haben wir schon gelesen und den nicht. Dann lass uns den benutzen und den können wir dann schön verkaufen. Der bringt uns massig Geld. So, das ist alles leer. Ja, ich hab's mir gedacht. Oh, der hat mich. Ich war hier echt eingekesselt. Einen roten Stuhl hier. Ah, du dummes Ding, hey. Oh, da hat er immer hergejammert. Ich hoffe, ich bin noch fit, ja. Okay, was haben wir da jetzt alles? Hm, die Skibrille. Schmerzmittel. Okay. Na gut, ist hier noch irgendwas? Ne. Tupfpflanze. Was mache ich mit der Tupfpflanze? Kann ich zerlegen, ne? Ja, da gibt's Lehm. Okay, das können wir auch mal nutzen zum was ausschmücken dann. Die ist verschlossen. Na gut, dann würde ich sagen, lasst uns mal hier hochgehen und mal gucken. Was gibt denn da? 19:01 Uhr, müssen wir aufpassen, dass wir die Zeit nicht aus den Augen verlieren. Da ist wieder einer. Sack. Alle verschlossen. Da ist aber was. Haben wir so ein Teil? Da haben wir das. Nein. Ein Holzrahmenblock müssen wir schön fertigen. Tasche. Die nutzen wir gleich. Und die hier können wir gleich zerlegen. Moment, ich gucke erstmal hier rein. Ja, ich denke, wir müssen da schon gucken, dass wir das. Jetzt noch ein Waschbecken. Interessant, also wir müssen da rein. Ich
das? Ei! Ich will hier rauskommen, hier. So geht's aber nicht, während ich hier gerade loote. Sag mal. So zu erschrecken. Wow! Wow, wow, wow! Geilo! Ich hab zu viel, Leute. So, wir sind schon richtig weit an der Zeit fortgediegen, aber ach ja, man kann es einfach nicht lassen, ne? Man muss halt immer weiter, weiter, weiter machen. Gefütterte Kapuze. Mich die zerlegen. Ich habe echt zu viel Zeug. Zerbrochenes Glas. Das brauchen wir hier nicht. Die leere Dose. Die müssen wir auch zerlegen. So. Das Zeug müssen wir auf alle Fälle mitnehmen, es hilft nichts. Was haben wir hier noch? Eine versiegelte. Steinschaufel. Ein Blasebalg. Oh, wir sind schon wieder voll. Es ist zu. Ist ein Graus. Platz gucken. Dass ich die Sachen noch reinkrieg. So. Nahrungsstapel. Ah, immer voll. Radpulver. So, liebe Leute, aber ich würde jetzt einfach mal sagen, wir belassen es jetzt erstmal hier dabei. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir in der nächsten Folge wieder weiter. 20.57 Uhr. Wir sind recht gut weit gekommen und ich freue mich bei euch fürs nächste Mal. Bis dahin, den Gegenüber, den suchen wir uns gleich auf. Bis gleich, ciao.